So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer wunderschönen weiteren Runde GTA San Andreas Ultimate Files. Und machen wir das Ganze mal ein bisschen epischer hier. Willkommen. Oh, wow. Alles klar. Machen wir mal so. Willkommen zu einer, nein, zu einer wunderschönen neuen Runde GTA San Andreas Ultimate Files. Das ist eine Modifikation für GTA San Andreas. Für die, die es noch nicht wissen, das ist jetzt der zweite Stream, der zweite Part davon. Bei diesem Stream geht es darum, dass wir Mythen und Legenden in GTA San Andreas jagen, aber auf eine andere Art und Weise. Wir töten ihn nicht direkt, sondern wir müssen tatsächlich fotografieren. Und es reicht auch schon zu fotografieren, damit man schon gewinnt. Bei den meisten halt, ne? Und, joa. Wir sind jetzt dabei. Los Santos haben wir, Facecam. Los Santos haben wir ja schon mit Red County ja schon durch. Das heißt, wir gehen jetzt zu Beco Beyond, Angel Pine, Mount Chiliad. Und dort werden wir dann den Bigfoot jagen, den Yeti jagen und noch weitere Sachen. Aber es wird wahrscheinlich noch weitergehen als das. Ja. LP-Fan ist dabei, der Markus ist da, General Dominik ist da. Was geht? Guten Abend, moin moin. Was ist mit Chaos Mode? Funktioniert er wieder? Ich habe da ein bisschen rumprobiert. Das funktioniert gerade momentan noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Wie ihr sehen könnt, ich habe zwar meinen Sakko an, aber ich habe ein Unterhemd gerade an, weil es ist halt gerade so übertrieben warm, dass ich halt einfach gerade kein T-Shirt oder so anziehen kann, weil es einfach zu hot ist. Versteht ihr? Es ist einfach zu hot. So, in dem Hinsinne, lass mich erstmal kurz eine kleine Werbepause einlegen, ne? Denn dieser Stream ist zwar nicht gesponsert von Just Legends, aber ich promote es gerne. Deswegen, Just Legends, für die Leute, die es noch nicht wissen, ehrenlos erstmal. Einfach ehrenlos. Für die, die es wissen, Ehrenmann. Die, die es bestellt haben, noch mehr Ehre. So, bei Just Legends geht es nämlich darum, es ist ein Performance Booster, Schrägstrich Performance Milkshake, Schrägstrich Sleep Recovery. Ja. Und das ist ein Energy Drink ohne Kohlensäure, mit sehr wenig Zucker. Es schmeckt saugeil. Ich habe heute mal nach langer Zeit mal wieder Maracuja reingepackt. Maracuja ist zwar nicht der Geschmack, den ich am meisten feiere, aber ich kann euch Wildberries und Iced Tea Peach empfehlen. Mega geil. Milkshakes auch mega geil. Und ja, mit dem Code VASITOR spart ihr euch 15% auf jeder Bestellung. Und unten in der Beschreibung von Twitch und auf YouTube findet ihr findet ihr einen Link zu Just Legends und da könnt ihr euch Sachen bestellen und mit dem Code VASITOR spart euch 15%. And that's pretty fucking epic. Oh, ich habe schon lange kein Maracuja mehr getrunken. Holy shit. Woo! Jetzt habe ich meinen Monitor ausgemacht. Nein. So. Wo Underhill und Outbreak? Shut the fuck up. Ich gucke, wann ich das machen kann. So. Und jetzt shut the fuck up, okay? So. Wir haben hier ein paar Locations, die wir machen müssen. Also, das haben wir durch. Los Santos haben wir durch. Und jetzt sind hier andere Locations auf der Karte erschienen, ne? Und wir haben hier eine Location, ne? Das ist hier bei dem See. Direkt da drunter, kann man sich gut merken. Dann haben wir hier eine Location, das ist da bei Shady Creeks. Das war doch Shady Creeks, oder täusche ich mich da? Achso, ich kann es wahrscheinlich noch nicht sehen, weil ich es noch nicht entdeckt habe. Also auf jeden Fall hier. Ne, das ist Shady Creeks. Was laber ich da? Also, Shady Creeks, Bigfoot. Dann haben wir hier die Farm von The Truth. Da müssen wir auch hin, weil da anscheinend irgendwas ist. Der Junkyard. Und dann haben wir hier bei Mount Chiliad noch eine Location. Und ja. Und dann bei dem großen weißen Punkt müssen wir dann das nächste Ereignis starten. Chakal, was geht? So, das heißt, die Reihenfolge ist jetzt Bigfoot, The Truth, Shady Creeks, Junkyard und Mount Chiliad. Kann man sich gut merken. Zack, 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 zack. So, kann man sich gut merken auf jeden Fall. Okay. Hab leider letzte Woche die Unterrichtsstunde von Vasu versäumt. Wie kannst du nur? Wie kannst du die Unterrichtsstunde von dem Sportlehrer vergessen? Wie kannst du nur? Shit.
zu. So. Pathetic. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Da erwartet uns jetzt nämlich ein Bigfoot. Gehe ich mal stark davon aus. Night Prowler. So, jetzt haben wir mal Mitternacht. Wir gehen jetzt raus und checken mal die Lage ab. Erstmal zu Bigfoot. I am mega hyped, because... Ey, diese Modifikation ist echt nice. Muss ich ehrlich zugeben. Diese Modifikation ist echt fucking nice. Dafür bin ich jetzt da. Perfekt. Perfektos. So, ich kann hier noch ein paar Autos kaufen. Das hier ist ja der, wie heißt er nochmal? Insurgent. Dann haben wir hier noch einen Wagen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da unten ein Heli sei. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier ein Heli ist. Aber ich kann mir den nicht kaufen. Synterax. Maschallah. Das da oben kann ich auch nicht kaufen. Deswegen brechen wir auf mit unserem Man in Black Fahrzeug. Synterax. Moin moin. SATP Washington. So. Wir fahren jetzt mal zum Bigfoot. Captain Wodka von und zu San Andreas auch hier. Illusion, was geht? Was geht ab? So. Wir fahren jetzt erstmal zu Bigfoot. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass es Bigfoot ist. Es ist zwar nicht confirmed, dass es Bigfoot ist, aber ich gehe sehr stark davon aus. Sagen wir es mal so. Guten Tag, Abend, Morgen, Nacht allerseits. Jedem das Seine so, ne? Jedem das Seine. Yo. Dann schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ob die Munition ausreichen wird. Aber wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Vielleicht klappt das ja. Mit den Gadgets, die wir haben. Runter vom fucking Motorrad. Dankeschön. Das habe ich verpasst. Nicht viel tatsächlich. Das Stream läuft nicht lange. Ich habe den ersten Mythos noch nicht gemacht hier. So. Dann fahren wir mal hier hin. Und schauen mal, was hier Sache ist. Nein, 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 böses Auto. Ganz, ganz böses Auto. Mangamania, was... Mangamania, was geht? Multikill, Monsterkill. Oh, lol. Da ist direkt ein roter Punkt erschienen. Lol. Ist das einfach so Instant Bigfoot, der da gespawnt ist? Ach nee, Bigfoot liegt dort. Bigfoot? Oh, shit! Okay, es ist Bigfoot. Well. He was easy to get. So, wie wär's mit ein paar Rucksackbomben, mein Boy? So. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um ihn zu killen. Aber damit können wir... Ach, wir können ihn ins Wasser pushen damit. Bam, Junge. Jetzt ist die Frage, ob Bigfoot schwimmen kann. Das ist die größere Frage. Oh lol, der hat ja schon ordentlich Leben verloren. Holy shit. Der hat ordentlich Leben verloren. Was soll das? Aber die bessere Frage ist, kann Bigfoot schwimmen? Bigfoot, komm mal her. Das ist ein kleiner Test für dich. Du sollst schwimmen! Nicht im Wasser rumplanschen, schwimmen! Junge. Du gehst mir auf den Sack. Oh wow, wow, yo. Oh no. So, noch eine Bombe, der Werte her. Oh! Oh. Scheiße! Oh wow. Oh wow. Ich hab gefettfingert. Ich hab so hart gefettfingert. Och nee. Och nee.
Breaking News. Themen heute sprechen: Shotgun, Follow the Damn Train, CJ, wo ist Ludenschleuder? Das alles mit dem Host war sie, also ja, Mann. Das wäre mit Just Legends nicht Stimmt, ich habe zu wenig Just Legends getrunken. Also Leute, bestellt euch mit dem Code Just... Ja, bestellt euch mit dem Code Just Legends. Bestellt euch mit dem Code VASITOUR auf Just Legends. 15% auf jeder Bestellung, gönnt euch. Ich habe Maracuja-Geschmack gerade, aber Wildberries und Iced Tea Peach, beste. Gönnt euch. Just Legends, 15% Rabatt. Mit dem Code VASITOUR. Ah... Woo! Okay. Ich bestelle mir ein Vasitor mit dem Code Just Legends. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Bigfoot, 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 Bigfoot. Yo, Bigfoot, was geht ab? Du hast 10.000 AP, du kleine Bitch. Yo, 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 was geht ab? Hier hast du erstmal ein paar Rucksackbomben. So, Brudi. Wir probieren das mal aufs Neue, okay? Komm mal mit. Ach, ich kann ihn auch ins Wasser laufen lassen, ohne die Bomben zu zünden, tatsächlich, sehe ich. Hm. Ja, komm. Mal gucken, ob er schwimmen kann. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Pathetic. That's not an epic gamer moment. Pathetic. That was pathetic, Bigfoot. Pathetic. You did nothing. You did absolutely nothing. Bigfoot bekommt eine fette 6, ja Mann. Digga, das war perfekt. Junge, was sollte das, Bigfoot? Du kannst einen Scheiß. Bigfoot, was sollte das Shit? Was sollte das? Ich wollte schon sagen. So. The Truth. Bigfoot, was sollte das Shit? Wie oft habe ich dir schon gesagt? Du sollst Schwimmunterricht nehmen. Nein, tust du nicht. Du kannst immer noch nicht schwimmen. Ghostbrain, verpiss dich. What is it good for? Absolutely nothing. Ja, Mann. What is it good for? Absolutely nothing. Da fährt ein Red Truck. So, ich beschlagnahme ihr Motorrad. Dankeschön. Quasi fehlt Wodka, ich meine Fantasie, bruh. Keine gute Nudelschirm für Bigfoot. Absolutely not. Absolutely not. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. So, was haben wir hier? Hört ihr das? Ist diese... Ah, das ist the truth? Hoi. You got hard, huh? Alles gut bei dir? Was geht, mein Sportlehrer? Liebe geht raus. Bruder, was geht? Dein Sportlehrer hier. Wie wär's mit Mount Chiliad hoch und runter laufen? Als Aufwärmübung. Wo wir gerade bei Wodka sind. Erstmal mal Scheckler machen. Hä? Das war's jetzt. Sammle die grüne Gänse. Sammle die grüne Gänsehaut. What? What? Nehmen Sie jetzt den grüne Gänsehaut zur Agent. Oh mein Gott, was? Oh shit. Okay.
Also The Truth hat die grüne Gänsehaut. Also der hat das eingesammelt und ist jetzt... Hat jetzt oh Gott, ich habe 5 Minuten Zeit zur Agentur zu fahren. Why? Oh mein Gott, warum? Oh Gott, sterbe ich, wenn ich es nicht schaffe oder was? Yeah, das kannst du nicht, Markus, oder? Das kannst du nicht. Mit deinem Motorrad kannst du nicht so welche Trickshots machen, oder? Sei ein Mann, Markus, und zeig es, dass du es kannst. Ich dachte, es wäre Green Goo. Ja, ist es auch. Aber es heißt irgendwie übersetzt grüne Gänsehaut. Das hört sich so weird an. Genau, Dr. Quackenberg ausgegeben. Wir nehmen die Welt als Geisel und fordern 3 Golddublonen. Ja, Mann. Mit meinem Motorrad fahre ich auf einem Rad zur Arbeit. Was los bist du? Ach, sorry. Digga, was für ein Rad? Wie wär's, wenn du zur Arbeit fährst ohne Räder? Warte, ihr seht das gar nicht. Hier seht ihr den Timer laufen. Wie wär's, wenn du einfach ohne Räder zur Arbeit fährst? Das wäre doch mal die größere Challenge. Einfach schweben. Einfach fliegen. Sei ein Vogel, Markus. Sei ein Vogel. Wir nehmen die Welt als Geisel und fordern 3 Golddublonen. Sir, 3 Golddublonen sind zu wenig. Wir verdienen schon 1 Milliarde Golddublonen in einem Jahr im Umsatz. Ach so, okay. Dann nehmen wir die Welt als Geisel und fordern 1 Million Golddublonen. Digga, ich habe mehr als genug Zeit. Ich bin gerade bei 3 Minuten. Wow. Huh. Ha. What is it good for? Absolutely nothing. Give me some more. Ah! Rush Hour. Beste, Alter. Holy shit. Rush Hour ist so ein geiler Film. Digga, warum gibt mir das Spiel 5 Minuten? Junge! Das ist doch viel zu viel. $5,000 und dafür kein Respect, Bitches. Meine Member flüstert mir, dass die Sanfiro River dich beobachten. Also bitte verhalte dich so wie bis jetzt. Okay. So. Wir haben Bigfoot und The Truth. Das bedeutet, wir gehen jetzt nach Shady Creeks. Let's go. Diese 1 Million von Vasi, einfach nice. Ja, Mann. Mashallah. Inshallah. Alles Allah, Alter. So. Dann fahren wir jetzt mal nochmal hin. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder den ganzen schönen Weg zurückfahren muss. Sie beobachten dich, während sie den Mount Chiliad hoch und runter laufen. Perfekt. Jeder, der den Mount Chiliad nicht hoch und runter läuft. Ehrenlos, pathetic. Pathetic. Du was? Du willst schwimmen lernen? Schwimmen kannst du nur erlernen, indem du den Mount Chiliad hoch und runter läufst. Und das 1 Million Mal. Sorry, ich meinte 1 Milliarden Mal. Real Skyter, was geht? Denkt ihr, ich schaffe es irgendwann mal, die 1 Million Dollar zu knacken? Also in GTA 4 habe ich es schon geknackt, aber schaffe ich es in GTA San Andreas, die 1 Million zu knacken? So. In Shady Creeks kann mich Folgendes erwarten. Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees, Scream. Oh mein Gott, warst du wird berühmt. 15 Zuschauer. Bruder. Markus. Du musst mal meine Streams sehen, die ich auf YouTube gemacht habe. Da ging noch einiges mehr ab. Das ist jetzt hier nur auf Twitch. Aber weil, wenn ich auf YouTube streamen könnte. Bruder. Das wird anders aussehen. Aber hey. Besser treue Zuschauer zu haben als nur random Zuschauer. Versteht ihr, was ich meine? Ich falle den Mount Chiliad hoch. Oh shit. What? Was laufen? Ich mache das im T34 und bin trotzdem der letzte im Ziel. Ja, alle haben schon Oberschenkelmuskeln. Runter vom Motorrad, danke. Ja, Markus, wie du sehen kannst, ich habe so einen Hass gegen Motorradfahren. Ein Spaß. Elderface ist der Typ, der Edelfilme schiebt. Digga, Leatherface haben wir schon fertig gemacht. Der ist dead. He's dead as hell. Wir fahren jetzt erstmal nach Shady Creeks.
Nein! Ey, warum überschlägt das Auto? Yo! Ey, Alter, was ein Bullshit, Alter. Warum überschlägt das Auto? Mein Gott, jetzt muss ich mit einem fucking Gabelstapler hinfahren, Alter. Naja, egal. Dann fahren wir jetzt mit dem Gabelstapler dahin. Ghostplane, nein, jetzt verpisch dich alle! Du hast das Monster Niklas Jens Driver aha, stimmt. Was ist letztes Vendetta nach dem Wahnsinn gegen Po 7? Ach ja, Legends Never Die. Ja, Mann. Was ist Vendetta? Ist auch so ein Projekt, was ich machen werde, wenn ich wieder richtig Zeit habe, dann. Smile, sweet, sister. Smile, sweet, sister, sadistic, suppress, service, just legends. Ja, Mann, ich muss so ein Intro machen. Ey, du hast mich auf so eine gute Idee gebracht. Du hast mich so eine gute... Junge! Ich muss mir den Shit aufschreiben. Schatz, Stift und Papier bitte. Ich muss mir den Shit aufschreiben. Der ist geil. Das ist so eine geile Werbeidee, Alter. Holy shit, diese Idee muss ich aufschreiben, Alter. Oh mein Gott. Den Shit muss ich aufschreiben, Alter. Den Shit muss ich aufschreiben. Just Legends. Werbevideo. Ja, Mann. Den Shit muss ich bemerken. Geil. Dankeschön auf die Idee, Alter. Also nimm nächstes Mal Ghostblade mit Besteller. Nein. Und Von Dildo, das auch. Hi, nette Ehefrau im Hintergrund. Hi. Wem? Von General Dominik. Und von Illusion. Ach ja, ein Hoch auf die nette Ehefrau im Hintergrund. Yay! So, ich muss das Ding fotografieren hier. Was haben wir hier? Irgendwas ist in diesem Häuselein. Irgendwas ist außerhalb. Ah! Oh! Yo! Was ein Jumpscare, Alter. Holy shit. Ich hab damit nicht gerechnet. Ich dachte, ich hab damit gerechnet, dass draußen irgendwas ist, ne? Ey, Junge, Alter. Verpisch dich doch, ey. Junge. Was ein Jumpscare. Holy shit. Meine Fresse, Jason. Holy shit. Digga. Was ist denn falsch mit dir? Der hat mir so den Jumpscare des Todes gegeben, Alter. Holy shit. Meine Fresse. Die bessere Frage ist, kann Jason schwimmen? Sogar Jason macht blau. Ich glaub's nicht. Guten Abend, warst du Sensei? Was geht, Wotan von Edelsburg? Warte, müssen wir jetzt die Leiche rausschieben oder müssen wir die fotografieren? Nee, wir müssen die fotografieren. Safe. Ich bin als Sportlehrer zutiefst empört. Ich bin als Sportlehrer so gekränkt gerade. Wie kann das sein, dass keiner schwimmen kann? Wie kann das sein? Du einfach ein schlechter Sportlehrer, hast du dir nicht beigebracht. Was? Ich bin fucking Sportlehrer. Ich bin da, um Motivation zu geben, damit die anfangen, schwimmen zu lernen. Aber die machen es nicht. Du musst denen das doch beibringen. Die machen es nicht. Die wollen es nicht lernen. Das ist eine unfähige Truppe an fucking Serienkillern, die nicht schwimmen können. Kein Wunder, dass die in jedem Horrorfilm verkacken, wenn die nicht schwimmen können. Pathetic. So pathetic. What is it good for? Absolutely nothing. Absolutely nothing. Die haben nicht mal ein Seepferdchen gemacht. Dankeschön, Nemiko. Die haben nicht mal ein fucking Seepferdchen. Ich bin so empört. So empört.
Was soll das? Nein. Also du hast mir Schwimmen beigebracht. Siehst du wenigstens einen? $50.000 plus, Alter, aber kein Respekt, Bitches. Schau deine Frau nicht so an, sonst komme ich gleich vorbei. Okay, Markus, komm. Stell dich deinem Schicksal, komm, 1v1. YouChiff 31, was geht? Die haben das nie gelernt, nein. Das sind also keine Mythen für den richtigen Goblin, nein. Der ist super fettig. Ich bin so dick, ich verdränge das Wasser. Was bist du, Moses? Alter, kannst du das Wasser teilen, oder? Ey. Warum sind die alle so scheiße? Jetzt muss ich mit meinem Gabelstapler wegfahren. Entwickler hat das verpennt oder wollte so detailgetreu wie möglich darstellen. Digga, in Wirklichkeit können die schwimmen, aber die haben Angst vor mir zu schwimmen. Quasi teilt aus. Was teile ich denn aus? Ich teile nicht aus, ich stecke ein. Warte, was? So. Oh mein Gott, dieser Gabelstapler macht einen fucking 360 fast, ey. So. Nächste Location. Der Junkyard. So. I need a auto. This is the perfect one. Oh, warte. Bevor wir dorthin gehen, erstmal was snacken. Eine Schutzweste zum Mitnehmen. Danke. Und ich brauche Rucksackbomben. Wie viel kosten die? 2000 pro. Oh mein Gott, ist das teuer. Ach du Scheiße. Schwere Artillerie. Wärmesuchende Raketenwerfer. 12.000. Gönn. So. Schrotflinten. Abgesägte Schrotflinte. Give me more. Ja, Minigun ist zu fucking OP. Minigun benutze ich nur in allernötigsten Notfällen. So. Let's go. So, oh mein Gott, die Ampel ist da direkt respawned, Alter. Nein, die Ampel, nein! Muss ich jetzt die Ampel wegballern oder was? Och, Junge. Ey! Du pathetic! Ich war's nicht! Jetzt wird's ernst, wir sprechen Shotgun, ja Mann. Was sagst du zu den Gerüchten zu Remake Remaster zu GTA San Andreas? Ich habe da schon was dazu gesagt. Ich hoffe natürlich, dass das stimmt, dass das rauskommen wird. Aber ich lasse mich jetzt überraschen, ne? So, nächster Stop Clucking Bell. Das war ein Boomshot, Alter. Ein Boom und Headshot zugleich, Alter. So, Clucking Bell. So, was habt ihr so für Gerichte denn? Kleiner Gacka-Imbiss. Ein großer Gacka-Imbiss. Ein Riesengacka-Imbiss. Und ein Salat. Das ist KFC auf Fisch, Alter. Wieder Remake oder Remastered? Eigentlich. Naja. Eigentlich ein Remake, ne? Remastered gibt es ja schon oft genug mit Grafik-Updates und so, aber Remake wäre schon geil. Riesengacka-Imbiss. The Little Clucker Kids Meal. Mhm. So. Yo, was geht mit den Texturen ab? Hä?
Was ist denn hier? Was ist denn hier für ein Ge- Ach lol, stimmt! Da gibt's ja einen Mülleimer, wo die fucking GTA Vice City Karten drin sind. Stimmt. Da war ja was. Das Riesenmenü schaffst du gar nicht. Das Riesenmenü schaffst du nicht! So. Yo, okay. Aquaplanning on spot, Alter. Holy shit. Es fängt an zu regnen, instant direkt. Junge, was sind das für Reifen? Haben die keine Profil? Haben die kein Profil oder was? Bei mir nur Remake, wenn die Sachen dazu packen, die es in der Originalversion nicht geschafft haben. Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es soll angeblich auf nächstes Jahr verschoben worden sein. Aber wir lassen uns da überraschen, ne? Es wurde ja noch nichts von Rockstar Games angekündigt. Runter vom Motorrad. So, Junkyard. So, lass mich raten, da oben ist was. Aha. Aber irgendwas muss jetzt hier sein. Oh Lord, Pixie? Pixie? Das Zuhause von Jens, wow. Der Ammo-Motor, was für Ammo-Motor, aber es wird von Half-Life ein Remake geben. Zwar nicht von Valve, aber sie haben das okay gegeben. Oh lol, okay. Hä, es gibt doch Black Mesa. Yo, Pixie. Was soll das Shit? Okay, du willst Ketten singen, Falk. So, kommen wir mal zur letzten Prüfung. Kommen wir mal zur letzten Prüfung. Falls er es schafft, runterzukommen. Warte, schafft er es ehrlich runter? Nee, der ist blöd. Der ist blöd. Den machen wir fertig. RIP. $50.000 und dafür kein Respekt, Bitches. Okay. Okay. That was pathetic. That was really pathetic. That was really pathetic. It did absolutely nothing. So. Und nun kommen wir zum guten Schluss, nämlich zum Yeti. Und da wir bei Mount Chiliad sind, muss der Boy laufen. Aber damit der Boy anfängt zu laufen, brauche ich was ganz Besonderes. Ich brauche Molotow-Cocktails. Habe ich jetzt welche? Yes, I have some Molotows. Kann mich jemand über das Pathetic-Meme aufklären? Ja. Es ist pathetic. Half-Life 2 und ich glaube auch die Episoden. Ja, so wie Black Mesa mit Half-Life 2 wäre schon nice. So. Yeti, I'm coming for you. Mal gucken, ob der Yeti gelernt hat, mal den Mount Chiliad zu laufen, Alter. Ich brauche den Mount Chiliad nicht mehr hoch und runter zu laufen. Ich habe schon den Mount Chiliad 1 Milliarden Mal hoch und runter gelaufen. 1 Milliarden Mal. Nicht laufen war sie, rennen. Okay, rennen. Er muss rennen. Er muss um sein Leben rennen. Ghostplan, geh weg. Sag mal, Pitz. Wow, Markus. Brrr. Brrr.
Schatz, mach mal du. Wird's immer so süß, wenn Leute kein Rrr machen können. Machen dann Rrr. Er muss um seine Schule. Oh! Ach, weißt du was? Wir laufen! Wir laufen jetzt in Mount Chiliad! Wir laufen jetzt. Guck mal, seht ihr, was wie ein Profi das machen kann? So machen das die Profis. Was ist das, eine Neko? Oh mein. Was? Nein, ich bin keine Neko. Ich bin kein Neko. Bin ich nicht. Ich bin ein fucking Sportlehrer und Mythenjäger. Ehemann. Und Ehemann. Okay. Was, ich fall den Berg hoch, hust mit Mod, hust. Die Frage ist natürlich, wo. Wo ist der Yeti? Yo ho, frigididi, being a Yeti is all you want to be, do what you want, cause a Yeti is free. You are. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der kleine Lümmel ist. Die Frage ist, kann ich hier so hoch? Nein, ich kann da nicht hoch. Da muss ich mich wohl nach oben springen. Oh! Oh! Okay. Ich wusste es, dass er hier ist. Shut up or break your Neko kneecaps. Bruh. So, Yeti! Oh, Hallöchen. Mein Boy. Chillt er dort seine Base, Alter? So, Mr. Yeti-Man. Es wird Zeit zu laufen. Renn! Renn um dein Leben! Ich will. Yo! Yo, Yeti ist im. Digga, der ist im Proof, der kann. Yo, Yeti, renn! Renn um dein Leben! Renn! 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 Fall! Jawohl! Er rennt um sein Leben! Der kleine Boy! Der rennt! Der rennt wie die. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Yeti ist. Der Yeti ist improved! Der Yeti hat sich improved! Oh mein Gott! Renn, mein Sohn, renn! Renn! Du hast das Potenzial dazu! Du bist besser als Usain Bolt! Renn! Renn, mein Boy, renn! Du bist ein Vogel, renn in Mount Chiliad runter! Jawoll! Er springt! Und er fällt! Oh, ich bin so stolz auf ihn! Oh, der erste Charakter, der endlich mal ein bisschen Beitrag leistet hier, Alter. Oh mein Gott, bin ich stolz auf den, Alter. Oh mein Gott. Er muss gleich hin, weil sein Vater ihn Ich bin so stolz auf den. Ich bin so stolz auf den Boy. He made progress. He's not pathetic. Digga, der ist... Mashallah, Alter. Junge, du bist ein Spitzenreiter, Alter. Du bist Apex Predator, Alter. Renn. Renn. Ich will mehr sehen. Renn um dein Leben. Jawohl. Runter vom Mount Chiliad. Genau so will ich es sehen. Genau so und nicht anders. Mein Sohn wird erwachsen. Keine Sorge, ich komme zu dir runter. Yay. So. Renn! Mein Sohn. Mein wunderschöner Sohn ist erwachsen geworden. Er rennt den Mount Chiliad Weg runter. Jawohl! DJ Neuer erdbändig es leidet den Berg runter. Du sollst weiter rennen. Ich will dich ganz unten am Fuße sehen. Ganz unten. Ich will ein bisschen Improvement von dir sehen. Renn, mein Boy, renn. Mach Papa stolz. Renn schneller! Du sollst nicht zu mir kommen, du sollst rennen. You pathetic mug. Yay. Yeah. Renn, sagte ich. Renn. Also, ich muss ehrlich sagen, du hast Improvement gemacht, aber du bist trotzdem nicht, du bist noch nicht schnell genug, Boy. Du bist immer noch nicht schnell genug.
Blüht überhaupt Leben durch das Feuer? Oh, tatsächlich. Renn, mein Boy, renn. Siehst du, ich bin sogar feuerfest, was du nicht bist. Nein, Yeti. Boxkampf kommt später, renn. Digga, der wird jetzt einfach zu fucking Wladimir Klitschko, Alter, wie er da gerade rennt. Mach Papa stolz, sagt quasi mit zwei gesägten Schoten finden. Ja, natürlich. Sonst, das ist meine Methode, meinen Sohn Sachen beizubringen. Renn, mein Sohn, renn. Schneller! Digga, du sollst rennen. Renn. Renn, mein Sohn. Mach Papa stolz. Renn. Wie viel Leben hat er denn noch? Ui, das ist ja fast RIP. Digga, du sollst rennen. Weiter. So. Wie viel Leben hast du noch? Okay, das war's tot. Och nö, ich wollte ihnen $25.000 und Respect, Bitch. Ich wollte ihn in Slow Motion sterben sehen. Och Mann. Aber hey. Der Yeti hat sich improved. Der Bigfoot nicht. Und damit, meine Ladies and Gentlemen, ist confirmed. Der Yeti ist besser als der Bigfoot. Das gibt eine 3+. Dankeschön, General Dominik, für die Notengebung. Dich stelle ich als Lehrer an meiner Schule ein. Was, ich denke, er braucht Wasser. Kannst du ihn einen See zeigen, Kappa? Das werde ich beim nächsten zeigen. So, da wir jetzt alle Mythen hier weg haben von Angel Pine, Mount Shield etc. etc. etc., wird es Zeit für das nächste große Ereignis. Das nächste große Ereignis findet, soweit ich das richtig interpretiert habe, hier statt. Wir schauen uns das einfach an. Dafür need ich 1K. Oder 1 Motorrad. Sorry, das ist mein Motorrad. Officer Rick fucking Grimes. Wer braucht schon die SCP Foundation, wenn man Vasi hat? Ja, Mann. SCP Vasi. Oh, scheiße, habe ich gerade verraten, dass ich ein SCP bin? Oh nein! Das nächste große Ereignis ist, Sheriff beim Kacken zuzuschauen. Warum möchte man Sheriff beim Kacken zugucken? Vor allem wer? Warum? Wer will Ibims Vasi Wong Weinwut. Wer möchte Sheriff beim Kacken zuschauen, Alter? Warum? Es gibt Mods, die neue Rektor-Animation einfügen. Also neue Animation, da gibt es Animationen, wo die Leute länger in der Sterbeanimation sind. What? Okay. Ey, kein Fahrradfahren hier. Los, fahr, 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 fahr. Gib Gummi. Schneller. Schneller. Mein Schild hoch, runter, jetzt. Schnell. Fertig. SCP-6969. Sportlehrer Vasitour. The last thing you want on Mount Chiliad is a Vasitour. But as it turns out, that might be what you get. So. Wie viel Grad haben wir es eigentlich gerade im Zimmer? 23 und ich sitze hier mit dem fucking Sakko, Alter. Holy shit. 23,2. Hä? Es ist kühler geworden. Ja. I'm gonna send him to outer space to find another race. Hier findet die nächste Sitzung ab. Yo, what the fuck? Ist das der fucking Terrorist oder was? Excuse me, Sir. Das könnte zu einem kleinen Problem werden. Renn, mein Terrorist, renn!
Renn, mein Boy, renn! Der Typ kommt dazu. Oh mein Gott! Renn! Das ist ein fucking Terrorist! Die Frage ist, können Terroristen schwimmen? Was war das denn für eine Animation mit vom Raketenwerfer, Alter? Die Frage ist eher, können Terroristen schwimmen? Bei uns war es am Regen, ja, bei uns auch. Hör auf rumzuschreien! Seit wann sind Terroristen Mythen? Tatsächlich ist in GTA San Andreas der Terrorist tatsächlich ein Mythos. Yo, Terrorist! Weiterlaufen! Weiterlaufen. So gehört sich das. I don't need this shit. Ist das eher Osama Bin Ladens Sohn? I don't think so. Ey! So, mein Boy, komm mal mit. Komm mal mit. Quasi, der NPC kann nicht schwimmen. Was ist, wenn er schwimmen kann? Was dann? Komm mal mit, mein Sohn. Wir müssen jetzt über diese... über die Mauer bekommen, ne? Wie schaffen wir es, ihn jetzt über die Mauer zu bekommen? Oh mein Gott! Okay. It is not good. Alle Ergebnisse von Flint Couch im Wetzel und Hunted. $75.000 und kein Respekt, Bitches! Yeah! Yeah, Osama bin Kiosk, Alter. Quasi Rüstung wurde von Washington bezahlt. I don't think so. Oh, kann man anstellen. Rettungsschwimmer, NPC können schwimmen. Ja, Mann. So. Damit haben wir alle Mythen hier fertig. Ich bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Nein, Spaß, wir machen natürlich weiter. Wir machen weiter. Aber dafür müssen wir wieder zurück zu unserer Homebase fahren. Fliegen, keine Ahnung. Wohl eher gesagt fahren. Dafür brauche ich ein Vehikel. Ich liebe dieses Motorrad. So, let's go. Nein, kein neues Spiel starten. Let's go, zurück zur Base. Oder wait a second. Wait a second. Aha, 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 aha. Wait a second, I have an idea. Dafür brauche ich ein bisschen Anschwung. Und ich darf nicht dabei sterben. So. Leroy Jenkins. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Bitte sagt mir, dass hier ein fucking Heli ist. Bitte sagt mir, dass hier ein Heli ist. Oh no. Oh no. Oh yes, baby. That's what I'm looking for. Heli, bester Mann. Ey! Was soll das Shit? Let me fly! Yo, what?
Oh, wow, really? Beziehungsweise Stream laggy? Laggt der Stream? Also ist der Stream so hart am laggen gerade, oder? Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist nur eine einmalige Gelegenheit. Hast du mich verstanden, Ghostblade? Das ist eine einmalige Gelegenheit. Nee, aber nur kurz. Ach so, okay. Wir machen den Chat nie wieder, okay? Und wir sprechen auch nie darüber. Mit meiner Kraft von Gott gebe ich was und die Kraft, sich zu heilen. Los, Mondstein, flieg und sieg! Mit der Kraft des Mondes! So. Wir fliegen zurück zur Hauptbase. Und soweit ich weiß, habe ich automatisch einen Fallschirm, wenn ich in diesem Flugzeug drin bin. Oder generell, wenn ich in irgendeinem Flugzeug drin bin. Let's go, people. Let's go. Oh, we are there. So, we are there. Und aus! Und Ghostbill, fahr zur Hölle. That was perfect. Wir sollten auch mal Rocket League zocken. Oder wenn ich ehrlich bin, ich habe Rocket League noch nie gezockt. Mich hat dieses Game irgendwie so nie angesprochen, wenn ich ehrlich bin. So, wir sind bei der Base. Bei der Base, bei der Base, bei der Base, bei der Base. Xenodermal Residue. So, wir speichern das Game ab. Oh lol, hier ist die Machete. Ja, easy. So. Was haben wir als nächstes? Also ist was bei der Info erschienen? Jetzt können sie die Geheimnissen von San Fierro nachgehen. Aha. Also, wir haben einmal da ein Punkt und da ein Punkt. Das war's? Mehr gibt es nicht? Also, der weiße Punkt ist auf jeden Fall Nemesis. Der weiße Punkt ist auf jeden Fall Nemesis. Aber was ist das? Wer soll denn da sein? Okay. That's weird. Ich bin gerade am Sterben, da meine selbstgepflanzten Chilischoten echt krass sind. Oh shit. Oh shit. So. Hä, was soll denn hier sein? I don't get it. I don't fucking get it. Aber wir werden es da so rausfinden. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns warten wird, aber da wird auf jeden Fall Nemesis sein. Also Party People, let's go! Auf ein neues. Wird Zeit, den Streamtitel zu ändern. San Fierro wird gebastet. Toll. Jo, Yannick, was geht, was geht, was geht? So, kann ich die eigentlich rekrutieren? So, Nightcrawler. So, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Geld,
dass ich jetzt das Ding da unten kaufen kann. Die Frage ist, was wird's sein? Oh mein Gott! Ich würde sagen, das war eine gute Investition. Digga, es war so eine geile Investition. Holy shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Also... Holy shit, Alter! Oh mein Gott! Digga, das war so eine Investition wert, Alter. Oh no. Alter, holy shit. Einfach ein unidentifiziertes Flugobjekt. Ja, Mann. Ey, Digga, das ist so nice. Die Animation von dem Ding ist auch übelste nice gemacht, Alter. Holy shit. Beste Investition 2021, Alter. Boah, Alter. Beste Leben, Alter. Beste Leben. Wie Kumpelblase. Stimmt, wo ist Blasi eigentlich? Ich will Blasi haben. Das Teil kenne ich aus dem alten Mythenmods. Ja, Mann. Das war auch bei den alten dabei, ja. Aber hier ist es so neu. Also so richtig geil. Also richtig, richtig geil. Ist er denn mich ein Kumpelblase? Oh nein, denk nicht so viel über Kumpelblase nach, bitte, sonst heul ich gleich. Kumpelblase forever, Alter. So, landen wir das Ding hier mal. Alles gut, Party People. Alles chillig, beruhigt euch. Beruhigt euch, beruhigt euch. So, schauen wir mal, was hier ist. Ich kann mir gerade nicht so unter vorstellen, dass hier irgendwas sein soll. Was soll hier sein? I don't get it. Open your eyes. Open your eyes. Was soll hier sein? Hä? Ich verstehe nicht, was hier für ein Mythos sein soll. Hier vielleicht? Nee. Nee. You ain't no gentleman. Was zum Fick soll denn hier sein? Was soll denn hier sein? Erstmal Drohbriefe anwickeln, schreiben, dass er Blasi reinpatchen muss, sonst brennen seinen Arm. Geh, mein Freund, und sein Haus darf dann auch schwimmen lernen. Ja, Mann. Erstmal Drohbriefe schreiben, erstmal so Erpressungsbriefe schreiben, Alter. Hä, was soll denn hier sein? I don't get it. Was ist denn an diesem Ort hier besonders? Hä? Hä? Es... Hä? Hä? Warum ist er nicht gespawnt, als ich da oben entlang gelaufen bin? Jeder Mal, wenn ich Just Legend sehe, habe ich Bock, sie zu kaufen. Ach, ist das so? Mit dem Code war es doch Spaß, nämlich 15%.
Parkhaus vielleicht, ja, hatte ich auch die Vermutung gehabt, aber warum hast du nicht gespawnt, als ich hier oben entlang gelaufen bin? Hey, wer soll das denn sein? Das ist so der komischste Spawnpoint, den ich jemals gesehen habe. Der brennt nicht? Lol. What? Yo, boy. Wer bist du? Was macht der? Was passiert da? Oh mein Gott! Ach, das ist Lizardman! Das ist fucking Lizardman! Was macht er denn hier? Der soll doch in Las Venturas sein! Ach, jetzt kannst du brennen. You little bitch. Oh Gott. Au! Komm erstmal hier runter. Digga, was macht fucking Lizardman hier eigentlich? Momentchen mal, ich muss kurz was abchecken. Achso. Ich mache dich fertig. So, auf die nächste Runde. Dr. Dracula. Komm, steh auf, stell dich deinem Schicksal. Oh, lol. Oh lol, er kann die gleiche Grab-Attacke machen wie ich? Oh mein Gott. Okay. 50.000 Dollar, yo, Alter. Er konnte einfach dieselbe Grab-Attacke machen wie ich? Wow. Yo, die Karte gette ich mir. Raus aus dem Auto. So. Die Karte habe ich auf jeden Fall gebaut, um hier hinzukommen. Nein, du gettest jetzt nicht das Auto. Wir bleiben bei der Kalasch, die ist günstiger. Best not to mention where you got that, okay? Wise choice, sir, wise choice. The choice of the professional. The choice of a professional. Take it, hold it, love it. I didn't sell you this, right? So. Also ich besuche erstmal KFC. Ja, das auf jeden Fall. KFC muss ich jetzt auf jeden Fall besuchen gehen. Erstmal den Chinesen getreten. Er hat jetzt einen Kopfschuss für den Chinesen, V. So, erstmal zur Clucking Bell, ne? Wir parken auch natürlich ordentlich hier ein, ne? Wie sich das gehört. Perfekt. Gentleman's Relish, aber Hausspiel. Okay. Hä, hey, das ist Burgershot-Werbung auf eine fucking Clucking Bell. Was soll das? So, ich hätte gerne. Ich hätte gerne einen Salat. Danke für den Salat, Boy. It's so delicious. So. Und dann fahren wir jetzt nämlich hier nach oben hin. Denn wir müssen jetzt zu dieser. Ja, wir müssen zu der Insel.
Wir müssen zu diesem Lonely Island dorthin. Weil da soll angeblich ja was sein. Wir schauen einfach mal. Ob Big Smokes Bestellung 69 Dollar gekostet hat? Safe. Entweder 69 oder 420. Eins von beiden. Aber ich gehe mal stark davon 69. So, seid ihr bereit für einen heftigen Stunt? Yeah! Do a flip! Do a flip! Do a fucking flip! Yes! Woo! Ich musste eben nach Angel Pine verteidigen. Die Ballers wollen Stress, aber Angel Pine bleibt in den Händen der San Fierro Riffer. Die San Fierro Riffer besitzen Angel Pine? Okay. Epic! Epic Gamer Moment, yeah! That was really epic! Yeah! Okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu der Insel. Also ich würde auf jeden Fall erstmal ein Boot getten. Weil ohne Boot läuft das nicht. Aha. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Ghostplane, verpisch dich. Wegen fucking. Wo ist das denn? Scan. Frame Limiter. Wegen Frame Limiter schwimme ich so langsam. Oder eher gesagt, weil es aus ist, schwimme ich so langsam. Ja, in San Brigitte, San Fierro Riffer mit. Oh lol, okay. Holy shit. So, let's go. Runter auch Angel Pine. Wie viele Gebiete regiert denn die Vinewood Hills? Natürlich alles. Oder eher gesagt, wie viel will die Vinewood Families? Ja, lol. Sind das Meerjungfrauen? Warte, wenn das Meerjungfrauen sind, dann können die doch bestimmt schwimmen, oder? I guess. Das sind wirklich Meerjungfrauen. Lol. Könnt ihr schwimmen? Komm mal zu euch. Es geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meerjungfrauen. Aufs Boot. Oh mein Gott, die können schwimmen. Ja gut, das überrascht mich nicht. Das überrascht mich einfach wirklich nicht. Meerjungfrauen können schwimmen. Okay, dann muss ich wohl mein Boot opfern jetzt. Alter. Nein, das sind Sirenen. Ach stimmt, das sind Sirenen. Okay, eine ist tot. Tötet es, bevor sie Eier legen. 25.000 Dollar und Respekt. Ach ne, kein Respekt, Bitches. So, okay. Aber hey, die ersten Monster, die ersten Mythen, die nicht. Also warte, die ersten Monster, die schwimmen können. Also wird immer zu passiver zu Ghostplane, was passiert? Nein, ich werde nicht passiver, ich ignoriere ihn einfach getauscht. Da dass ich kein PayPal habe, mashallah. Aber es gibt auch sowas wie Paysafe-Karten. Da ich kein PC habe, spiele ich dann selbst auf PC und durch einen Bug kannst du auch da überall Ghost-Hit-Gebiete bekommen. Huh? Okay. That's pretty epic, I guess. Ich meinte natürlich 12-12, ja, meinen Fettfinger haben reingekackt. Ah ja. Lecker, Meeresfrüchte. Bruh. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wird es Zeit, Nemesis zu bekämpfen. Nemesis ist natürlich eine Sache für sich.
Er ist ein schwerer Gegner. So ist es nicht. Der Typ wird auf jeden Fall eine Challenge sein. So, let's go. Oh shit, der hat... Der ist ein fucking Lowrider, Alter. Der ist gepimpt. Holy shit. Seht euch den Shit mal an. Nice. Ey. Aus der Bahn, Bitch. So. Dann schatten wir doch mal den lieben Bäumen einen Besuch ab. Fantastic, you hit me. So, lieber Nemesis. Ah, guck mal, wir können da reingehen. Man kann da reingehen. Interesting. Zombie Lab only. Vielleicht ist das, hat das einfach nur was mit Zombies zu tun und nicht mit Nemesis selber. Okay, das sind auf jeden Fall tote SWAT-Einheiten. Okay. That's a little bit unheimlich. Wenn ich hier Nemesis sehe, denke ich Resi 3 und Dead by Daylight. Ja, Mann. Das geht so, du musst warten, bis dein Gebiet angegriffen wird, dann musst du 3 Gegner am Leben lassen, sie mit den Cheat rekrutieren und die in ein anderes Gebiet, zum Beispiel Flughafen, mit einer Granate töten und zack, ein neues Gebiet. Toll. Okay. Das sind überall tote SWAT-Einheiten. Gegen wen haben die denn gekämpft hier? Und ich glaube nicht, dass der Nemesis auf so einem kurzen Raum die getötet hat. Die muss man auf jeden Fall mit einem... Scheiße, diese Luke ist geschlossen. Nach allem, was ich sehe, muss ich die Schlüsselkarte der Tür finden. Eine Explosion würde nicht funktionieren. Finde die Schlüsselkarte des Tores. Also wie viele Löffel beim Shake von Just Legends, also die mit Wasser? Also ein Teelöffel. Bei 500 Millilitern, ne? Einen großen Teelöffel. Wohlgemerkt. So, ich muss jetzt erstmal die Schlüsselkarte finden, ne? So. Die Schlüsselkarte muss hier irgendwo sein. So, noch eine Schutzweste. Aha. Verwenden Sie die Schlüsselkarte, um die Luke zu öffnen. Jetzt wird's interessant. Boy. Jetzt wird es sehr interessant. Also Suppenlöffel oder gehäufter Teelöffel? Hab ich nicht gesagt Teelöffel? Du hast gesagt großer Teelöffel. Ja, ich meinte damit einen Teelöffel, einen gehäuften Teelöffel. Das meinte ich. Mein Gott, Markus. So, dann öffnen wir mal die Luke. Scheiße, die Schlüsselkarte ist nicht. Ich muss eine andere... Yo, what? Finde die richtige Junge, Alter. Wie, was für richtige Schlüsselkarte? Die richtige Schlüsselkarte. Das Game, Alter. Das will mich rollen, ey. Ach, wo ist denn die richtige Schlüsselkarte? Aha. Diese Schlüsselkarte muss die richtige sein. Schauen wir mal. Ich hoffe sehr, dass du Nemesis töten kann, bevor Nemesis dich töten kann. Ja, mal gucken, ob es überhaupt Nemesis sein wird. Warte mal, wie lange es gedauert hat, bis ich ganz San Andreas so in Großgebiete hatte. Das hat schon, dauert, glaube ich, ein bisschen. Jawoll! Einfach dieser Garagensound. Oh mein Gott! Okay, es sind Zombies. Es sind Zombies. Also das hat auf jeden Fall was mit Resident Evil zu tun. Also wegen Zombie Lab und so. Holy shit. Brennt, meine Boys, brennt.
Alter, wie viele? Digga, chillt doch mal ein bisschen. Digga, wie viele Zombies? Warum halten die so viel aus? Au! Au! Zum Glück bin ich feuerfest. Lauft, meine Zombies, lauft! Ich setze diesen ganzen Scheiß hier in Brand, Alter. Digga, warum halten die so viel aus? Warum können Zombies so schreien? Ja, komm, verbrennt. So stupid. Junge, die können aber schnell laufen. Brennt. Rennt! Oh, die können auf jeden Fall nicht Shotgun sprechen. Jo. Vielleicht ist auch noch Mr. X, das kann auch sein. Alle tot? Okay, der Rest ist verbrannt. Perfekt. Jetzt raus aus dem Unternehmen. Ui, holy shit. Host 00312. Follow the damn train. Willkommen in der Vasi-Armee, Digi. Willkommen. Also hat auf jeden Fall was mit Zombies zu tun gehabt. Alles klar, ich verstehe. Die Zombies wurden alle hier unten getrappt. Ohne dass keine Zombies ist Halloween und die haben sich so verkleidet. Ja, genau. So, und raus hier. Es gibt Geräusche hier. Es gibt Sounddateien. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Noch mehr Zombies? Ja, komm. Oh mein Gott. Verpischt euch, ey. Hier kannst du mich auf jeden Fall nicht hitten, Boy. Oh! Okay. Die hitten sich selber. Au. Au! Ey! Au! Ey, macht Schaden, Alter. Jetzt bin ich ready für deinen 24-Stunden-Stream. Ich hab grad Cola-Bottle genommen. Bruder, was für 24-Stunden-Stream? Bruder! Ich muss aber morgen arbeiten! Und jetzt kommt ein Kommentar von dir. Scheiß doch auf die Arbeit! Lauft. Pff, wie die alle in denselben Raum reinrennen. Mom, can I have Call of Duty Zombie Mode? No, we have Call of Duty Zombie Mode at home. Call of Duty Zombie Mode at home. Ja, Mann. Der 80er Junge, was geht? Guten Abend. Erstmal ein paar Zombies abfackeln.
Scheiß auf Arbeit. Wann hast du? Ich komm vorbei. Hast du wegen den 24 Stunden Stream? Ja, mal schauen, ne? Ich werde auf jeden Fall nochmal Bescheid geben dann. So, alle tot? Perfekt. Es gibt eine weitere Luke, die mit keiner der beiden Schüsse gegangen werden kann. Und möglicherweise befinden sich weitere Zombies dahinter. Das Beste ist, dass sie den Ort mit den speziellen Sprengstoff zerstören, den ich ihnen in der Agentur zur Verfügung stelle. Gehen sie zur Luke und installieren sie den Spezialsprengstoff. Erstmal die andere Shotgun getten. Speziell verlassen sie das Unternehmen, bevor die Zeit abläuft. Alles klar. So, let's go. Oh, warte, ich muss hier komplett raus. $75,000. Und ich habe jetzt Umbrella zerstört. Ich schau dich sicherlich schon seit Mythen Staffel 1 und schau dich bis heute regelmäßig. Ich bin froh, dass du das immer noch mit Freude machst. Bruder, es freut mich, dass du seit Staffel 1 dabei bist, Alter. Ehrenkuss auf die Nuss geht raus, Alter. Ehrenmann. So, damit haben wir jetzt Sanfero durch. Sanfero haben wir jetzt geschafft. Das bedeutet, die nächste Etappe wird höchstwahrscheinlich jetzt Bone County sein. Da wird wahrscheinlich safe was bei Area 51 sein oder eher gesagt Area 69. Und ja. Da wird wahrscheinlich das besondere Ereignis stattfinden. Oder es ist halt Bone County und das Venturas vermischt. Das kann natürlich auch sein. Das Gebäude ist geplatzt. Ja, Mann. Das Gebäude ist einfach geplatzt. Das Gebäude muss platzen. Das Gebäude muss platzen. Also ich kann mir vorstellen, wo in Bone County die Mythen sein werden, aber es kann natürlich sein, dass ich nicht die Locations abrattern werde, wo ich hin muss. Die sind überall Kameras, Alter. Because you need to photograph some shit here. Machen Sie bitte das Tor auf. Danke. Sonst platzen immer die Endgegner, wir sind evil. Ja, Mann. Sie hätten auch Route 56 Route 420 nennen. Ja, Mann. Ich muss wohl oder übel wieder mit Ghostblend fliegen. So leid es mir auch tut. Er möchte es nicht, ich möchte es nicht, aber wir müssen. Komm, heb ab. Heb ab! Meine Fresse. Perfekt. So, und da sind wir auch schon. Und Ghostblend ist geplatzt. Also, ich weiß nicht, wie ich deinen Kanal gefunden habe. Kann sein, dass ich dir einer der Videos geguckt und ich weiß nicht, seit wann ich deinen Kanal gefunden habe. Bin vielleicht zu blöd, das zu merken. Bruder, ich habe keine Ahnung, aber auf... Bruder, ich habe keine Ahnung, wie lange du da bist, dabei bist. So. Was geht jetzt hier ab? Show me the next information. Jetzt können sie die Geheimnisse von Bone County und Las Venturas... Ach so, wir machen Bone County und Las Venturas gleichzeitig. Alles klar. Kann ich ja den Streamtitel jetzt nochmal ändern. Auf Bone County und Las Venturas Grind. Ich habe dann LP zu den GTA-Teilen gefunden, danach kamen die Mythen.
Ihre. Ihre. So, speichern. So, next locations, please. Oh. Hä? Das besondere Ereignis findet dort statt? Bei. Also in Las Venturas gibt es nur einen Punkt, wo es was gibt. Okay. Area 561 hat nichts? Hä? Das ist doch totaler Bullshit. Area 69 hat einfach nichts? Okay, hier ist was. Aha, Fort Carson Tunnel, okay. Okay, da auch. Da ist ja diese eine Hütte. Das habe ich mir schon gedacht, Lars Buchers. Ja, das war's. Also unsere erste Station wird auf jeden Fall der hier sein. Dann gehen wir zum Fort Carson Tunnel. Dann gehen wir zu Sherman Dam. Zu der Hütte. Ne, warte. Momentchen mal. Neu kalkulieren. Wir gehen erstmal hier hin. Dann gehen wir zum Fort Carson Tunnel. Dann fahren wir zu Las Brujas. Sherman Dam. Und dann zu der Hütte. Und dann fahren wir dorthin. Also 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt dort. Okay. Ich werde mir das wahrscheinlich merken können. Also, wir schauen uns nochmal hier auf der Karte an. Also, wir fahren zuerst einmal hier hin, ne? Fort Carson Tunnel. Las Brujas, Sherman Dam, Hütte. Und dann hier hin. Und das große Ereignis findet beim Caligulas Casino statt. Alles klar. Got it. Die Frage ist, was passiert dann mit dem Mod? Habe ich dann es geschafft? Weil ich muss ja 50 Geheimnisse finden, ne? Ah, jetzt verstehe ich, wofür die zweite Karte da ist. Es gibt ja noch... Wait a second. Es gibt ja noch diese Karte hier. Es gibt halt noch diese Karte. Und wie ihr sehen könnt, auf dieser Karte... Ich kann jetzt gerade meine Facecam nicht wegmachen, aber... Auf dieser Karte finden wir weitere grüne Punkte. Und diese grünen Punkte sind nämlich andere Mythen aufgelistet. Also so nicht die Mythen, die wir eigentlich hatten, aber so die so Mini-Mythen. Und ich hätte tatsächlich gesagt, dass wir jetzt Las Venturas und Bone County machen. Und diese ganzen Mini-Mythen machen wir dann beim nächsten Stream als Bonus-Content. Was sagt ihr dazu? Das wäre sinnvoll. Das wäre höchstwahrscheinlich sehr sinnvoll. Kann mich noch erinnern, Ghostman hat den alten Mann auf dem Schiff geplättet, mit dem Mann eigentlich mit einem Katana antreten soll. Ja, Mann. Ehre. Ghostman hat zum ersten Mal was richtig gemacht, Alter. Nightcrawler. Nightcrawler. Kann sein, dass die grünen Punkte die Fragezeichen sind. Ja, sind die auch. Dass ich mich in den letzten Stream schon gefragt. Ja. Also die zweite Location ist auf jeden Fall die Location von allen anderen Minimythen, die so da sind. Hä, wo ist denn mein... Okay, es ist weg. Okay. Auf jeden Fall fahren wir jetzt. Ja, pass oder die kommen erst, wenn du die anderen fertig hast. Das kann auch sein. Ich mache jetzt Las Venturas und Bone County. Dann schauen wir, was passiert. Oder es wird dann ein Text erscheinen, wo steht, finde die restlichen Mythen. Dann, wenn man die restlichen Mythen gefunden hat... Vielleicht passiert dann was, so ein großes Ereignis, versteht ihr? Aber ihr dürft dann nicht traurig sein, denn ich habe dann noch was vorbereitet, was auch mit Gittes Andreas zu tun hat, ne? Aber dies wird eine Überraschung sein. Es hat natürlich was mit Mythen zu tun, ja. Denn ich habe zwei verschiedene Sachen untergeladen. Ich habe einmal Ultimate Files und ich habe noch was anderes. Aber das andere wird eine Überraschung sein. Den ersetze ich nicht. Erzähle ich, wie der erste Livestream von was du auf YouTube war. Der erste Livestream, den ich jemals gemacht habe, war das nicht von Crash Bandicoot? Also das, der Speedrun.
davon. Also Personal Best Run. Runter vom Motorrad. Runter. Du auch. Danke. Yo. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Nee. Oh, Ghostprint, verpisch dich alle. Mutter vom Motorrad fährt das. Rüber da. Oh mein Gott. Was war das für ein Jump? Nein, Auto, kippt nicht um. Überlebe. Es lebt. Oh, da unten ist was gespawnt. Kann es sein, dass das die Fire Dogs sind? Oh, yes, es sind die Fire Dogs! Davon habe ich ja auch einen Mythos gemacht, ne? Es sind tatsächlich die Fire Dogs! Oh mein Gott! Es ist einfach der Fire Dog. Aber es kann sein, dass er ein sehr gefährlich. Well, Feuerwehrauto gegen okay, dann nicht. Oh oh. Yo, der ist schnell. Holy shit. Ach du Scheiße, der ist schnell unterwegs. Der ist, glaube ich, schneller als ich. Oh mein Gott. Oh no. Oh, please God. No. Please not like this. Yo, der ist so schnell. Wohin rennst du? Oh oh. Also, Feuer kann man eindeutig mit Wasser besiegen. Übrigens fand ich es echt cool, dass du das Bild von CJ's Mom in echt hast. Nur schade, dass Big Smoke nicht in der Küche steht. Oh mein Gott, überfahrt mich nicht. Oh Gott, er kommt. Der Fire Dog, Fire Dog, Fire Dog. Fire Dog, Fire Dog, Fire Dog. Er kann bestimmt nicht schwimmen hier. Fire Dog, Fire Dog, Fire Dog. Jetzt Wasser mit dir. Also wenn der schwimmen könnte, ne? Ich hätte Jo, das ist nicht nochmal voll beim Song. Niklas! Jo, der erste NPC, den ich hier treffe, ist einfach Niklas. Also, ich tue das Ganze hier natürlich nur because it's about moms. She's dead, bro. Ey, ey, ey! Chillt mal, ich genieße gerade mein Just Legends. Junge, schubsen die mich ins Wasser oder was geht hier ab? Ey! Was war das denn für ein Kommando jetzt? Hallo General Dominik, ich war dabei, also, okay. Ich war dabei, also kam ich aber, okay, cool, Ehrenmann. Kuss geht raus auf die Nuss. Wenn Ryder sein Bruder ist, dann müsste GTA San Andreas 2 kommen. Das heißt dann Barstow's Revenge. Da kämpft man dann gegen CJ. Yo. Wahrscheinlich. So. Nächstes Ziel. Fort Carson. Let's go. Let's go. Let's go. Ich habe auch tatsächlich vor, weil GTA San Andreas... Oh mein Gott. Ghostplane. Da GTA San Andreas ja mein favorite game of all ist, ne? Ich hab vor, der beste Speedrunner von dem Game zu werden. Und zwar, du bist du, du bist du. Deswegen werde ich demnächst, was heißt demnächst, irgendwann mal, ein paar Test-Speedruns machen, wo ihr sehen werdet, wie ich dann versuche, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Mit Glitches und sowas halt, ne? Und ich möchte nämlich der beste GTA San Andreas Spieler sein auf der gesamten Welt. Because der beste! Just Legends heißt es nur, weil Warso eine wahre Legende ist. Das sind alle Mythen aus GTA San Andreas. Ein Witz dagegen. Ja, Mann. Ehre. So.
Ich frag mich, was mich töten wird. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein. Oh nein. Wie konnte das nur passieren? Damit habe ich nicht gerechnet. Jo, die können nicht brennen. Okay, Kettensäge muss ja. Au! Au! Die machen Damage! Au! Ab mit dir ins Wasser! You little Halunke, Alter. Jawoll! Die Monster können nicht schwimmen. Ich hab's mir schon gedacht. Wait a second. Wait a second. Der beste geht das an der Spieler der Welt. Du bist doch schon längst der beste des Universums, oder? Erst wenn ich den, wenn ich einen Speedrun gemacht habe, wo ich wirklich beweisen kann, dass ich der Beste bin. Ich weiß, ich bin natürlich der beste Gitas Andreas-Spieler der Welt und des Universums, aber ich muss es allen anderen noch zeigen. Um zu zeigen, dass ich der Beste bin. Der Beste! Zumindest der unterhaltsamste und treueste. Ja, Mann. Der beste Gitas Andreas-Spieler der Welt. Der Beste! Au. That hurt a little bit. Yo, nice ass though. Yeah. Yeah. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich steife durch das ganze Land. Pokémon. $25,000 und kein Respekt, Bitches. Ein Respektos. So, Fort Carson. Monster können auf jeden Fall nicht schwimmen. Aber das war mir klar. So, auf nach Las Brujas. Du bist der Beste, weil du die beste Strategie hast. Die Strategie von Just Legends. Und mit dem Code VASITUR spart ihr euch 15%. Auf jede Bestellung, auf jede Bestellung. Bestellung, Stellung, Stellung. 15%, 15%, 15%. Wollt auch so krasse Mythenjäger sein wie ich? Just Legends. Was? Ihr wollt einen größeren Penis? Just Legends. Ich habe so Bock, jemanden auf die Feste zu geben mit meiner Tastatur. Ich weiß nicht, warum ich das. Wow. Mit dem Code war so, zahlt ihr 15% mehr. Warte, was? No, wait a second. Was? Ihr wollt euch beim Sex verhüten? Just Legends. Ihr wollt der Allerbeste sein? Just Legends. Ihr wollt $1,000,000? Just Legends. So, Las Brujas. Hier I am. Da ist irgendwas Grünes erschienen. Okay. Why? Who are you? Das ist die Hexe von Las Brujas? Ihr wollt nicht geimpft werden und trotzdem alle Rechte haben kaufen. Warte, ihr wollt nicht geimpft werden und trotzdem alle Rechte haben? Kaufen Sie Just Legends. Ihr wollt einen Freund. Warte, was? Ihr wollt eine Freundin? Just Legends. Ihr wollt einen Freund? Just Legends.
Ihr wollt vernünftig heiraten? Just Legends. Wollt ihr erfolgreich im Job sein? Just Legends. Ihr wollt eine erfolgreiche Ehe haben? Just Legends. Was? Ihr wollt, dass Vasitor 50.000 Abonnenten hat? Just Legends. Was? Ihr wollt, dass Vasitor 1 Million Abonnenten hat? Just Legends. Just Legends wird euch dies ermöglichen. Vor allem, dass ich 1 Million Abonnenten bekomme. Nightcrawler. Dankeschön für die Spende. Ah ne, warte. Ihr wollt Just Legends, dann kauft Just Legends. Just Legends. Ihr wollt, dass eure Eltern euch lieben, dann Just Legends. Ihr wollt, dass eure Eltern euch nicht abtreiben, Just Legends. So, you little bitch. Wo steckst du? Quasi spitze ich auch nur Just Legends rein und trinkt es, als wäre es Wasser. Ja, Mann. So, ich darf mich dieser Bitch auf jeden Fall nicht nähern. Das ist eine gefährliche Bitch. Denn diese Bitch ist einfach eine fucking Hexe. Deswegen heißt es ja auch Las Brujas. Wisst ihr, womit man, was man benutzen kann beim Exorzismus? Nicht Weihwasser, sondern Just Legends. Ihr wollt jemanden Dämonen austreiben? Just Legends. Ihr wollt, dass was so leise ist? Just Legends. Kommt die Hexe jetzt? Die bewegt sich nicht, oder? Kann es sein? Wo ist sie? Du willst, dass jemand dich liebt? Nicht mal Just Legends kann dir helfen, lol. Wow. Wow. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was die für eine Reichweite hat, aber ich will es nicht darauf ankommen lassen. Weniger Pickel und gerade Zähne? Just Legends. Jo, die Nie bewegt wieder sich. Haarausfall. Oh, Markus, hast du es gehört? Nie wieder Haarausfall. Dank. Just Legends. Just Legends. So, kommt die jetzt? Aha, da ist sie ja. Oh nein. Die läuft. Oh nein. Warte, ich helfe dir mal. Perfettig! Per-fucking-fettig! Du willst Level Up? Dann kauf Just Legends! Die Hexe hat so einen scharfen Blick, dass man sofort ins Gras beißt. Ja, Mann, ist halt wirklich so. Selbst Hexen können nicht schwimmen. Selbst fucking Hexen können nicht schwimmen. Selbst Geister können nicht schwimmen. Die sterben einfach. So, dann wird's jetzt Zeit zum Sherman Dam zu gehen. Nämlich hier soll was angeblich sein. Wir schauen. Auf jeden Fall haben wir noch 3 Locations und das große Ereignis und dann sind wir mit Las Ventros und Bone County durch. Du willst Rick fucking Grimes auf deiner Hochzeit haben, Just Legends. Oh yes, oh Niklas, I'm so sorry, Niklas. Du willst, dass die Mafia dich wegen Betrug nicht mehr verfolgt, sucht Just Legends. Du willst einen erfolgreichen Banküberfall machen? Just Legends! Nie wieder Haarausfall! Just Legends! Markus! Just Legends! Jetzt kauf dir das doch endlich! Nee, der hat schon Just Legends von mir bekommen. Ach so? Du willst besser sein als Vasitor sein, dann kauf Just... Nee, das geht nicht. Selbst Just Legends kann dir nicht helfen. Was? Selbst Just Legends kann dir nicht helfen. Nee. Doch. Oh. Oh. So, I wanna know. Okay, was soll jetzt hier sein? Kaufen wir uns erstmal einen Hotdog. Dank Just Legends. Hä? What do you want from me, game? Here is no...
No way. Is es the Mothman? It is the Mothman. Or besser als was, das ist einfach. Ist doch hier. Markus. Just Legends. Digga, das ist der Mothman. The one and only Mothman. Bam, my boy. Wie wär's, wenn du von da runterfällst in deinem hohen Ross? Shit! Well, there he goes. Das ist einfach RIP gekriegt. Yo, yo, Mothman, was geht ab? Weiter. Yo, Mothman, was geht? Yo, dieser Charakter. Dieser Charakter-Skin, holy shit. I love it. I love it. Kann er auch brennen? Du willst den Chaos und überhaupt beenden und dann Just Legends Milkshake. Genau, mit Just Legends könnt ihr die Ghostprints auf die Fresse geben. Ja, Mann. Du willst das Wasi dich nicht mehr verfolgen, weil du gesagt hast, dass jeder besser ist als Wasi? Dann trink Windows XP Absturz-Sound. Los, Modman. Lauf. Lauf um dein Leben, Boy! Okay, wird Zeit für ein bisschen Bertha. Du sprichst in Shotgun, Bitch! I don't think so. Myths Mod 3 stürzt immer ab. Dann Just Legends. Der kann auf jeden Fall kein Shotgun sprechen. Au, er kann aber auf die Fresse geben. Mit mir, Bro. Au. Au, 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 chill. $25,000 und kein Respect, Bitches. Wenn ihr was so wieder arm in GTA 4 machen wollen, machen sie es mit Just Legends. Wenn dann mit Style. Willst, dass du die Po7-Moderatorin richtig aussprichst? Dann Just Legends! Ja, Mann! Basitur? Yo, XXX Sarah XYX. Follow the damn train. Willkommen in der Vasi-Army, Sarah. Willkommen, willkommen. Ist das etwa die Sarah, wo ich denke, wer die ist? Waffen sieht wie ein verkohlter Schmetterling aus. Der war wohl zu viel in der Sonne. Das stimmt. Der 80er Junge, follow the damn train. Willkommen in der Vasi-Army, Diggi. Welcome, welcome. Willkommen, Wertester. Mein Boy, the one and only. Man's not hot, never hot. Skier. Ja, Mothman war eindeutig zu viel in der Sonne. Oh mein Gott, schmeckt doch. Ey! Ey, wer ist denn da aggressiv auf mich, Junge? Yo, perfect. Oh mein Fuck. Oh. Ouch.
Was denkst du, wer ich bin? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf im Team. Ne? Unterschreiben Sie erstmal Datenschutz. So. Ist die nächste. Moment. Ich glaube, die nächste Location war tatsächlich hier. I am not sure. Oder war es die Hütte da hinten? Ich glaube, das war die Hütte da hinten. Aha! Oh nein! Oh nein! Oh, der hat eine Der hat eine Double-Schrotflinte? Abgesägte Schrotflinte? No, 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 der Typ kann Shotgun sprechen. Nein, nein, nein. Kannst du ruhig sagen. Alles klar. Ich denke, dass es die Sarah ist, welcher mit dem Markus zusammen ist. Kommen Sie mal bitte her. Nein, ins Wasser. Ins Wasser. Hallo. Komm. Ich habe keinen Bock, jetzt mit einem Typen zu kämpfen, der Shotgun sprechen. Jetzt ab mit dir. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Die können alle nicht schwimmen, außer die Sirene. Du willst das Wahnsinn in Stream in Kauf... Was? Du willst das Wahnsinn in Stream in Kauf... Just Legends, umbenennt dann Just Legends. Ach so. Ach so, du willst das Wahnsinn in Stream in Kauf Just Legends umbenennt dann Just Legends. Dann benennt es, kauft euch Just Legends, damit ich diesen Stream in Just Legends, kauft Just Legends nenne. Richtig, alles klar, okay. Dann lag ich ja richtig. Look at me, who's the Empire now? So, das heißt, wir haben jetzt hier alles fertig. Wir müssen jetzt wissen, müssen hier hin. Okay. Nein. Ah. Taxi! Das ist jetzt mein Taxi. Let's go! Das ist jetzt der vorletzte. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Mythos hier. Den wir uns jetzt mal angucken. Danach kommt das große Ereignis und dann weiß ich nicht genau, was passieren wird. Ui. Host 00312 Elite Race. Follow the damn train. Willkommen in der Vase Army, Brudi. Willkommen, willkommen. Everyone is welcome here. Kauf Just Legends, um Just Legends zu kaufen. Irgendwann ist es einfach nur Just Legends, Legends. Legend, Legend. Just. Cha-cha. Lele. Irgendwann sind es nur Buchstaben. Und irgendwann ist es einfach nur LL. Oh shit. Der 18-Junge abonniert auf Stufe 1 für Ehre. Für fucking Ehre. Ehrenkuss auf die Nuss. Speichel auf die. Ne? Was geht, was geht? Dankeschön für den Sub. Jetzt kannst du deine einzigartigen Vasi-Emojis benutzen. Also. Mit den Subs schaltest du natürlich Emojis frei, ne? Und ich glaube, beim ersten Sub kriegt man irgendwie 4 Emojis von mir, die ich selber gemacht habe. Oder 5? Ne, ich glaube 4 waren das. So, rein da. So. Was haben wir hier? Casino? Nee. Oder? Nee. Hätte schon ewig zuvor gefolgt, doch ich hatte nie einen Twitch-Account. Well, that's RIP. Aber muss ich jetzt ehrlich ins Casino hier rein? Ich muss einen Wachmann umbringen. Oh, mich ballern alle ab hier. Oh, oh. Hat er... Oh, der schmeißt mit Granaten! Oh,
Das ist ganz gefährlich hier. Der schmeißt mit fucking Granaten um sich. Ja gut, sagt derjenige, der die ganze Zeit Molotow-Cocktails rumschmeißt. Ey! Hey, was ist das denn für ein Mythos mit diesem Wachmann hier? Ich check das gerade nicht. Ah! Wie viel Leben hat er denn? Yo, Alter, wie viel Leben hat der? Ey. Ach Junge, ich sterbe gleich wegen diesen fucking... wegen diesen Leuten hier. Hattest du nicht mal den Mythos bearbeitet? Just Legends. das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Digga, verreck doch einfach. Er ist fast tot. Jawohl. Oh nein. Lass mich ein Foto machen von ihm. Oh oh. Hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, lass mich ein Foto machen. Geht doch. Okay, raus hier. Raus, 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 raus. So, $50,000, nice. That was knappe Ding. Just Legends, Just Legends, Just Legends, Just Legends. Sea shells on the seashore. Digga, ist das ein Zungenbrecher oder was? She sells seashells on the seashore. Holy shit, sag das zehnmal hintereinander, Alter. She sells seashells on the seashore. She sells... Fuck, Alter. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells... On the seashore. Ach du Scheiße, sag das 10-mal hintereinander, Alter. Holy shit, ohne eine Pause einzulegen. Du willst, dass Vasi aufhört, dein Haus zu verbrennen? Pech. Nicht mal Just Legends kann dir helfen. Ja, ich würde gerne nicht den Salat essen. Ich glaube, da ob das der Mythos darüber handelt, dass ein Security-Mann in der Ecke steht und sich selbst mit einer Bombe tötet. Oh, stimmt! Stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war der Mythos, ja. Ich erinnere mich. She sells seashells on the seashore ist ein Part von Money Game 2. The fuck is Money Game 2, Alter? So. Wird Zeit jetzt nach Caligulas Casino zu gehen, weil dort ist jetzt die letzte Etappe. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt Caligulas Casino war. Müsste eigentlich. Also gehe ich mal sehr stark von aus. Oh, da ist ein roter Punkt erschienen. Oh mein Gott, ist das Tony Montana? Ist das fucking Tony Montana? Scarface? Was macht der denn hier? Ey.
Das ist fucking Tony Montana, kann das sein? Nicht zu verwechseln mit Hannah Montana. Ey! Oh mein... Fucking... Das ist fucking... Nee, das ist... Das ist... Das ist... Oh mein... Das ist nicht Tony Montana. Das ist Hannah Montana. Kein Spaß. Das ist, Dingen. Tony... Cipriani. Das ist Tony von Dingen. Von Liberty City Stories. Also, eher gesagt, von GTA 3 auch. Das ist der Tony. Hä, was macht denn Tony hier? Antonio. Heißt er eigentlich mit kompletten Namen Antonio? Oder ist Tony einfach nur ein, einfach nur ein Spitzname? Holy shit. Da, ich bin echt froh, dass es dich gibt. Zurück zu meiner Unterhaltung. Bleibst in der Sache toll. Geht mir, du machst sie und das alles gut. Hashtag Respekt war es. Dankeschön, Brudi, für die 10 Euro. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Kuss auf die Erdnuss, Digi. Speichel auf die! Ne? Dankeschön, Brudi. Danke. Freut mich auf jeden Fall. Und natürlich bleibe ich meiner Sache treu. So ist es ja nicht. So, ich muss nämlich zum Ammunition fahren. Dankeschön, Bruder. Ich bin dein Sekretär. Okay. Breaking News. YouTube Community Strike. Copyright Just Legends regelt Beschwerden. Casino. Gleich Just Legends. Dort singt er über Capitalismus. Seinen Namen habe ich vergessen. Ja, ist eigentlich Antonio. Was? Ja, er heißt eigentlich Antonio. Aber alle nennen ihn Tony. Ja gut, ist halt eine Abkürzung, ne? So. Sie wollen Tony töten, dann kaufen sie sich einfach einen fucking Minigun, Alter. Warum schwer machen, wenn es einfach geht? Oh, warte. Wait a second. Ich sah gerade eine M60. What the fuck is that? Wir nehmen die M60. Also, wir kennen ja die Minigun, ne? Aber wir wissen ja nicht, wie die M60 ist. Das ist die Waffe, die sie da, die Tony da benutzt hat. So sieht also die MG aus. Holy shit, eine Custom-Waffe. Damn, son, look at this. Damn. Grüße aus der Schweiz. Willkommen. Arjan Bala 9. Balac 9. Tony Cipriani mag ich überhaupt nicht. Oh, oh, ey. Er ist wahrscheinlich da, weil es das Casino von seinem Chef Leone ist. Gut möglich. Gut möglich. So, dann statten wir doch mal Tony nochmal einen Besuch ab. Grüße aus Deutschland, Boy. Grüße aus Deutschland. So. Auf eine zweite Runde. Oh mein Gott! Wie findet ihr Cyberpunk 2077? Ich finde, das ist ein schönes Game. Aber Bugs halt, ne? Junge, die Waffe ist heftig. Wegen Tony mag ich GTA 3 nicht mehr, so weil er da fett ist. Wow, okay. So sehr ich mich gefreut habe, hier zu sein, muss ich jetzt leider gehen. Doch ich freue mich schon auf den nächsten Stream und schaue ihm dann offline auf jeden Fall fertig. Danke für die tollen Streams quasi. Und auch danke für den netten Aufenthalt und wünsche euch allen einen schönen Abend. Buddy, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ah, du bist... Markus, shut the fuck up. Ja, heute in Deutschland hab schnell günstig Lebensmittel eingekauft. Stimmt, in der Schweiz ist es ja ein bisschen teurer, ne? Tony hat sich Just Legends gegönnt. Ja, merke ich. Oh mein Gott. Au. Ey.
Ey, Junge! Also, ich muss ehrlich sagen, die M60 ist Bullshit. Die M60 ist fucking Bullshit. Die macht wahrscheinlich übelste Damage, wie man gesehen hat, aber die ist Bullshit. Ich hole mir die Minigun. M60 ist Bullshit. So. Ja, das Unglück, das Spiel zu kaufen. Also, wie gesagt, ich finde, das Game ist jetzt nicht so schlecht. Cyberpunk hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Endboss Tony, ja, Mann. Naja, Protagonist trifft auf Protagonisten, ne? Aber es kann nur einen Protagonisten geben. Tony. Tony, was soll ich mit dir machen? Tony bekommt eine 1 plus Jo. Ohne Scheiß, er ist einfach der krasseste von allen. Er hat mich schon dreimal gekillt. And dead. Entkommt, hol ihn bevor. Hä? Er entkommt? Lol. Okay. Er wollte ehrlich entkommen. Der Minigun ist einfach fucking OP, ne? $75,000, Bitches. Okay. Minigun gut, M16 schlecht. Was, sie bekommt 4 minus. Was soll das denn heißen? Minigun ist einfach der Shit. Ja, das war's. Es passiert nichts mehr. War's das jetzt? Wait. Wait a second. Lass mich mal zurück zum Stützpunkt gehen. Oh, ich krieg einen Anruf. Mr. Johnson. Hier, Carl Johnson, was ist passiert? Rufen Sie an, um herauszufinden, ob Sie mit den größten Rätsel fertig sind. Ja, ich bin mit all den großen Geheimnissen fertig. Klingt gut für mich, gute Arbeit, aber Sie müssen immer noch die sekundären Geheimnisse aufdecken. Wenn Sie dies tun, erhalten Sie nicht nur eine Belohnung in Form von Grünbuch, sondern auch etwas Besonderes. Nun, ich werde Sie holen und es Ihnen zeigen. Ende der Durchsage. Was soll das heißen? Er wird mich holen. Hä? Warte. Hätte ich zum Casino gehen müssen und holt er mich dort ab, oder? What salon do you go to? Marcut, thanks. I think. Hä? Er hat doch gesagt, nun ich werde sie holen und ihnen zeigen. Okay. Ich gehe lieber mal zur Base. Ich hab das dumme Gefühl, als ob ich zur Base muss. Also bekomme ich noch was. Also es ist ja nicht M16, es ist M60 gewesen, nicht 16. So, gehen wir mal zur Base. So, da ist die Base. Alles klar, checken wir das mal ab. Sorry, my fault. Warte, sind jetzt die Türen offen hier, die zu waren? Nein, die sind zu. Ach so, und das größte Geheimnis ist wahrscheinlich hier ganz oben. Nämlich diese verschlossene Tür. Alles klar. Ich denke mal... Schön. Basichi, das ist nicht wirklich Base, Just Legends von dir, wow. Also, ja, dann würde ich sagen, ich habe jetzt alles so durchgemacht. Ich werde die sekundären Geheimnisse auf jeden Fall beim nächsten Stream machen, ne? Und dann gucken wir mal, was uns so erwarten wird, tatsächlich, ne? Und ja, ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart, ne? Und wir sehen uns dann zum nächsten Stream wieder oder zum nächsten Video, ne? Bis dann und haut rein. Bye, bye.